Ja, Messi, guten Tag, wünsche euch zu einer weiteren Runde Aram. Ich bin im Team mit Bart, Kog'Maw, Kha'Zix, mit mir, dem weißen Magier Vega, also dem Schneemagier im Deutschen, Ashe und dem gegnerischen Team Jace, Warwick, Victor, Annie und Kalista. Da hat wohl jemand diesen Skinboost aktiviert im gegnerischen Team. Aber egal, wir haben dafür einen Platin-Spieler? Ich kann das nicht sagen, was das ist, dieses Außenrum. Vega ist ziemlich stark in Aram. Ich wollte jetzt einfach nochmal die Runde aufnehmen. Ich habe jetzt, seit ich wieder YouTube jetzt angefangen habe, keine einzige Runde gespielt, ohne dass ich sie aufgenommen habe. Was ist denn los? Oh mein Gott. Gut. Die letzte Runde ist ja nicht so erfolgreich gelaufen und allgemein laufen irgendwie bei mir so viele Runden nicht gerade sehr erfolgreich. Aber egal. Lass mal gucken, was so geht hier bei Aram. Entschuldigung, da musste ich etwas aufstoßen. So, wir warten noch auf die Kalista. Ja, weil Vega kann richtig krass abräumen hier bei Aram. Okay. Let's do this shit. Ja, ich spiele immer. Ja, weil ich, was mir auch aufgefallen ist, ey, viele haben so auf AP-Land, ja, verschiedene Builds, so. Und ich spiele immer Morello Nomicon. Jedes Mal. Einfach, ich habe damit keine Mana-Probleme mehr. Ich habe 80 AP, ich habe 20% Cooldown Reduction und diese Passive, dass man bei Leuten unter 40% des Lebens eine Runde macht, was natürlich auch sehr gut ist, weil es die Heilung um 50% verringert und so weiter. Es ist immer ganz gut hier, den Gral, den baue ich auch nie. Ich baue immer das Morello Nomicon, das ist hier besser. Und das ist mein Standard-Start bei Aram für NAPler, habe ich mir angewöhnt so. Ich habe gemerkt, das ist akzeptabel. Ich glaube, ich bin etwas zu nah am Mikro gerade. Gucken, dass hier alles richtig sitzt. Okay. Ist akzeptabel. Ich nehme jetzt auch nur 30 FPS auf. Das ist eigentlich auch bei LOL eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Das macht jetzt keinen großen Unterschied. Hat er jemanden getroffen? Nein, sogar nicht. So. Okay. Der ist geflasht oder so, oder? Kann das sein? Ja. Das kann sein. Da habe ich mich nicht mal eingebildet, okay. Oh, der Victor-Strahler, muss man sehr aufpassen. Ja, also ich nehme 27p auf, 30 FPS, das ist alles in Ordnung so. Mehr braucht man auch nicht. Dann sind die Aufnahmen nur größer und dann habe ich mehr Probleme mit dem Hochladen und sowas. Das ist ja so alles auch in Ordnung. Nett, dass er reingelaufen ist. So. Der kriegt dich nicht. Nein, nein, nein. Okay, jetzt darf ich nur wieder nicht so Pech haben und in dem übelsten Kackteam sein, wie es irgendwie ja immer so ist, ne? Okay, ich bin das mal Summoner hier. Ich bin mal so frei. Ich muss bedenken, dass ich meine Barriere auch noch habe. Warwick ist reingelaufen, das finde ich sehr gut. Das kann ich nur befürworten. Nicht so risky reingehen, bitte. Wenn die nochmal kommen, könnte ich versuchen zu stunnen. Okay. Oh, die Passive war doch mal gut reingedrückt von Kog'Maw. Man ist eigentlich gestorben. BTF. Machen wir nicht laut. Immer wenn ich aufnehme, wie viel mein Handy. Drei Sprachnotizen. Oh mein Gott. Die Person, die guckt das Video dann auch irgendwann und dann wird sie wissen, warum, dass sie das ist. Warwick ist voll reingelaufen. Das ist natürlich sehr gut. Auch wenn ich jetzt ein bisschen verkacke, gerade was meine Mana-Sachen Kosten angehen. Oha. Don't be so risky. Barriere aktivieren. Okay, einmal kurz zurückgehen. Ja. Ich wollte gar nicht meinen Q skillen, verdammt. Ah. Was will die von mir, ey? Dumme Schlampe, okay. Ich bräuchte unbedingt so ein Heilding hier mal. Kommen die jetzt nicht mit der Zeit? Ah, sehr gut. Ich bräuchte eigentlich beide. Ja. Aber hey, dann bin ich wieder voll drin. Das ist doch gut. Jetzt müssen die nur kurz einen Moment auf mich warten. Wie viel brauche ich eigentlich für Morello Nomicon? Ich glaube 1265?
Erstmal voll kassieren hier wieder, ne? Ist okay. Der Jace, der teilt gut aus. Das ist so das Problem. Oh! Da ist er fast tot. Habt ihr das gesehen? Ich muss ein bisschen aufpassen gerade mal. Ja, der Barf sollte eigentlich auf seine Shrines immer setzen, aber irgendwie tut das nicht. Finde ich nicht so gut. Yeah, Vega räumt ab. Er kriegt seine Stacks für sein Q. Gut, nicht zu viel habe ich jetzt, aber... Komm, fickt ihn! Danke, wenigstens die Unterstützung noch bekommen hier. Ah, die kriegen keine mehr. Das vom Geld her reicht das noch nicht. Okay. Dann kaufe ich mir einen Finish-Kodex und... ich könnte mir tatsächlich die Schuhe kaufen. Die paar Münzen warte ich gerade noch. Ja? Ja, ja, da bin ich ein bisschen besser unterwegs. Wer von den Skeletten mit AP? Annie Skelett mit AP. Und der Victor. Okay, wegen meiner Ulti. Da muss ich ja gucken, wen ich damit gut fisten kann. Hat er gerade fisten gesagt? Ja, er hat es wirklich gesagt. Oh mein Gott. Skandal. Was geht ab, ey? Ich mag diesen Skin aber. Ah. Ich habe den Victor nicht bekommen. Er ist leider nicht in meine Prediction reingelaufen. Kog'Maw, don't play so risky, bitte. Brauche ich den Level 6. Tschüss, Annie. Okay. Läuft bis jetzt ganz gut, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt will ich noch genug Geld sammeln für das Moreno Numicon. Oha, ich habe leider nichts, um den zu retten. Gut, braucht es gerade nicht. Okay. Oh mein Gott, hallo. Tötet ihn bitte, damit ich die Unterstützung noch bekomme. Ja. Nein, die Kalle ist da. Ah, ist es eigentlich eine die? Ich weiß es gar nicht. Für mich ist es immer die Kalista. Ja, ich muss sparen, bis man Redonomikon. Es hat uns keinen Sinn. Und so lange warte ich nicht. Das wären ja so fast 200 Münzen. Das wäre ein bisschen viel. Okay, die hat den Katalysator und einen Stab. Okay. Was ist das eigentlich? Ach so, das ist ein Victor-Item. Ein Only-Victor-Item. Okay, sehr interessant. Schön mein W-Skill, weil das hat einfach eine 1er-Skalierung und es ist so stark und... Ja, das ist wichtig. Leider bin ich jetzt kaum im Snowball so drin. Das ist so ein bisschen das Problem. Was ist noch alles drin? So, wie viel Schaden macht denn mein W? Oh ja, das macht schon guten Schaden. Okay. Läuft, würde ich mal sagen. Und die Ulti hat gesessen. Double Kill. Mein Handy hat schon wieder vibriert. Das, ja, ist doch akzeptabel. So, ich brauche das Teil hier. Weil Mana-Probleme auf Doom am Anfang. Bis ich, vom Level her einigermaßen bin, weil das macht auch was aus, das Level, auf jeden Fall. Oh ja, und der Rest halt. Wer hat denn nicht gut? Oder? Ach nee, es war nichts Wichtiges. Okay. Ah, aber nervig irgendwie. Nervig des Todes. Nochmal mein scheiß W-Skill. Das ist doch schon mal was. Da ist sie doch extra dahin gerannt. Die dumme Slut. Diese dummen Kalista-Geister hier, ne? Ah! Was? Er ist rausgeflasht einfach. Oh mein Gott. Oh, der Jets wird jetzt schießen. Ja. War ziemlich obvious, deswegen konnte man es gut dodgen. Keiner ist reingelaufen. Schade aber auch. Ach so, das ist so ein Teil. Ja gut. Sehr interessant hier, was hier abgeht. Wenn man Summon hier gerade benutzt. Oh, jetzt bin ich auch gestorben. Was war das gerade? Ach, die hat den Timbers auch noch gezündet. Ja gut. Das ist verständlich, dass man aufs Maul bekommt. Ich kann mir sogar den Ether auch direkt kaufen. Das ist auch sehr gut. Und ich kaufe mir mal ein bisschen Sustain mit ein paar Tränke. Sollte drin sein. Oh ja, bis jetzt läuft die Runde doch akzeptabel. Ja, halbwegs ausgeglichen. Ich meine, wir führen jetzt 14 zu 7, ne?
15-7. Ja. Wenn der Bart dann noch gut seine Ultis wirft, dann sollte das laufen. Wieso nimmt der nicht dieses Heiling da auf? Ich weiß es nicht. Naja. Ein bisschen pushen ist auch gut. Ja, er ist voll in meine Prediction reingelaufen. Oh mein Gott. Okay, leider den Kill nicht dafür bekommen, aber der war wieder Warwick in meine Prediction reingelaufen. Ich finde das so nice. Ich liebe Warwick. Also Warwick dafür. Ah, ich wollte wegbursten, aber es hat nicht funktioniert. Ah, leider hat es schon mal funktioniert. Aber egal, das wäre auch ein bisschen zu greedy. Jetzt muss ich ein bisschen. Alto Belly! Mein Gott, was war das? Das war sehr schmerzhaft auf jeden Fall, diese Attacke gerade. Und da war die Kalista im Busch. Ja. Sehr gut für mich auf jeden Fall. Ja, ich überlege gerade. Nee, ich muss einfach sparen jetzt Geld. Ja, ich muss einfach Geld sparen, das ist okay. Kha'Zix Late Game, so viel sage ich nur. Ich hoffe, er baut das Trinity Force, das braucht man auf Kha'Zix. Das ist nämlich sehr, sehr stark, weil dann kommt er im Late Game richtig raus mit dem Trinity Force. Ich habe ihn selbst ein paar Mal jetzt bei Aram gespielt gehabt, auch eine Zeit lang, als er Free-to-Play war. Und ich habe am Anfang der Runde, ich weiß nicht, gefällt mir so gar nicht. Und dann, ja, Late Game halt richtig krass, was da noch so abging. Was ging gerade ab, bitte? Ich war einfach dauerhaft von. Ach, da hat der Warwick mich geultiert? Ich glaube ja. Und ich war gestunt von der Chess Annie, das war nicht so nett. Okay, ich darf jetzt nicht verkacken. Ich bin. In Aram ist Dingens. Ist Vega ein Game Carrier. Ich darf so nicht verkacken. Das ist unglaublich, wie schlecht ich gerade bin im Vergleich zu anderen Spielen. Es gab mal ein Match, da hatte unser Team ungefähr 60 Kills. Hälfte davon habe ich gemacht, Hälfte davon war ich noch beteiligt. Also, läuft. Ich war an allen Kills beteiligt ungefähr. Die Runde hat auf jeden Fall gesessen. Ah, jetzt muss man ein bisschen aufpassen hier. Ah, diese dumme Kalitze mit den Chessgeistern. So, soll's Maul halten gehen. Man muss sehr aufpassen hier auch. Okay. Ich habe meine Ulti auch nochmal bereit. Das heißt, ich kann nochmal die Annie oder so wegbursten, je nachdem. Hallo, ich komme gerade nicht weg. Manchmal bugge ich an Minions fest. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss mich heilen gehen. Aber ich hasse es, wie ich an Minions festbugge teilweise. Ich habe meine Tränke hier auch noch. Ich pfeffe jetzt einfach alle rein. Einfach damit ich gleich voll bin. Diesen Super-Sustain habe. Ja, sorry, ey. Ich wusste nicht, dass du da bist und dass du so wenig Leben hast. Und weg. Was? Alter, warum hat die auf einmal so viel ausgehalten? So ganz plötzlich. Oh mein Gott. Was war das? Oh Gott, jetzt erstmal Ludens Echo kaufen hier. Also, ich kann es ja noch nicht ganz kaufen, aber egal. 20 Ability Power auf den Q. Naja. In Aachen ist es eher ein bisschen schwerer, aber ich verkacke gerade, was das Zeug hält. Was das Zeug. Ich kenne diesen Satz nicht. Okay. Ich weiß gerade echt immer, wie der Satz heißt, ne? Egal. Es ist nicht so schlimm, ne? Aber unglaublich einfach. Ah, ich könnte kotzen, wie schlecht ich gerade spiele. Ja, den Tau kriegen wir nicht mehr oder so. Oh, da muss man sehr aufpassen bei der Victor-Attacke da. Ey, die hätten uns kaputt gemacht. Ja, ich wollte das einfach nur retten. Okay. Ich bin sehr, sehr squishy, muss ich sagen. Also ich halte nichts aus gerade. Das ist nicht so schön. Nee. Wenn ich sterbe, dann wenigstens nicht genug Geld für den Ludens. Also, das ist so das Minimum. Keiner, der irgendwie reingelaufen ist oder so. Schade. Oh, geht da oben ab. Okay.
Sehr, sehr konzentriert bin ich auch ein bisschen. Sehr, sehr ein bisschen, ja. Danke. Da habe ich sie weggebürstet, die Annie. Das wollte ich einfach mal reichen. Hey, komm, tötet sie. Dann kriege ich die 2 Unterstützungen. Das ist sehr schön. Ja. Please, was war das denn? Ah, wir sind schon wieder fast reingelaufen. Das ist echt cool. Oha, ich habe leider gerade gar keinen Mana. 3-9. Also, ihr habt das gerade gehört, oder? Ich hoffe, ihr habt das gehört. Ich war gerade extra ruhig. Man hat genau gehört, dass mein W eigentlich gezündet hat. Und die Kalista eigentlich getötet hätte, so wie es passiert habe. Aber, es kam einfach nicht. Der Sound kam aber mehr nicht. Ein bisschen buggy finde ich ja jetzt nicht so schön, dass es so buggy war. Sonst hätte ich einen Kalista-Kill auf jeden Fall noch drin gehabt. Weil so viele Karte gibt es. Naja. Danke, Riot Games. Ich sag mal nichts, ne? Ja, die Annie ist halt ein bisschen tanky mit ihren Rod of Ages. Die kauft sich noch einen Gürtel des Riesen. Warum? Lodens Echo haut auf jeden Fall auch rein. Ich bin mein Ding ist so. Okay. Danke, die Dinge sind jetzt auf jeden Fall. Komm, raus da. Ich sollte das lieber auch mal skillen, glaube ich, mein E. Einfach damit ich da den weniger Cooldown habe. Da ich ja sowieso schon 20% Cooldown Reduction habe. Okay. Läuft auf jeden Fall die Runde, würde ich mal sagen. Okay, da mein Wehen. Ja, sehr gut. Ah, das hat leider nicht gereicht für den Minion. Aber egal. Vom ganzen Stuff her an sich läuft es gerade eigentlich ganz gut auch. Der Damage stimmt, das macht schon 600 Schaden, mein W allein schon. Ja. Ha! Da habe ich sie gut getroffen im Busch, das war sehr gut gemacht von mir. Okay. Schade, dass da keiner mehr jetzt gerade reingelaufen ist, aber egal. Wow, das macht allein mal auch schon Schaden. Was kommt so einer? Was, meine Ulti allein hat nicht gereicht. Verdammt. Aber hey. So, jetzt muss ich mir noch... Ja, ich brauche eigentlich auch irgendwas Tankiges, aber ich brauche zuerst den Damage. Wobei der Damage eigentlich auch schon da ist. Ich könnte mir den Realize holen. Sollte ich mir einen Rod of Ages bauen? Einfach für Aram gerade? Das ist eine Überlegung wert, aber das Match geht eigentlich nicht mehr so lang. Ach komm, machen wir es. Ja. Einfach für die Tanky, das für die nötige. Also ich würde jetzt Rod of Ages bauen, einen Realize. Und noch ein Rabadons. Dann müsste das eigentlich schon Damage her und von dem Leben her auch stimmen. Ja, ich denke, das baue ich so. Normalerweise baue ich das nicht so, aber ich habe gemerkt, dass ich wirklich ziemlich squishy bin und damit wenigstens etwas weniger. Oha. Was geht da ab? Geht sterben alle, bitte. Ob es jetzt reichen würde, um die Andy wegzubursten, das müsste eigentlich reichen. Oh mein Gott, ich hab den Kill aber nicht bekommen. Schade. Schade, schade. Schokolade. Jetzt habe ich leider das Rot of Ages noch nicht direkt gebaut. Oh Gott, was tue ich denn? Wow, das war knapp. Ich habe doch gar nicht genug Geld, um das zu bauen. Ich hätte jetzt gerade gern genug. Weil dann wäre Sterben auch eine Option. Einfach damit ich das Rot of Ages habe, damit es sich stecken kann. Weil so bringt es mir gerade in dem Moment nicht so viel. Ah, die Kalista, die ist so mobil, aber... Ich habe halt harten CC und das ist ganz gut. Oh mein Gott!
Egal. Lord of Ages ist gebaut. Danach ist das Relays. Ah, ich habe jetzt schon. Okay, das Q gibt mir gerade 40. Das ist nicht so viel, aber es ist schon mal etwas. Die Kalista, ne? Die geht ab. Na, die hat schon ganz gute Items. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der hat den Jace getötet. Weil 2200 Leben, das ist schon mal was. Jetzt mit Lord of Ages wird es halt auch viel mehr. Noch ein Ruby Crystal gerade kaufen. Okay. Und los geht's. Ja. Ach, durch die Passive. Nice. Sehr gut. Oh nein. Ach, die Ashe ist in der Nähe schon gut. Okay, gut, dann kriegt ihr den auch. Gut gemacht, auf jeden Fall. I smell death. Okay, am besten ein bisschen vorsichtiger drüber spielen. Ja. So, nochmal zwei mehr. Das ist sehr schön. Ich liebe die Passive von dem Q. Das ist so stark an Vega. Ich meine halt den Aram, wie gesagt, nicht so sehr stark, aber es ist auch schon was Cooles. Okay, die sollen nur herkommen. Komm, tötet den. Okay. Warte, den Victor kann ich doch auch prinzipiell schnell wegbursten. Ja, da hat die Ulti auf jeden Fall ziemlich viel Damage rausgehauen. Das ist ziemlich cool, ja. Und wenn ich jetzt auch gleich das höchste Level erreicht habe, dann geht es auch. Und da ich den Katalysator auch, beziehungsweise Lord of Ages habe, bringt mir jetzt das Level ab gerade auch noch teilweise einen guten Sustain. Das ist auch sehr schön. Wow. Die passt einfach gar nicht auf, die Annie. Wenn man gegen einen Vega spielt, muss man einfach aufpassen. Oh Gott. Okay. Ich will ja schon vorsichtig spielen, aber es ist halt echt schwer, vor allem wenn mir auch teils noch Damage fehlt. Nein. Barriere. Danke, Ash. Wow. Good job. Das war echt gut. Oh ja, das war richtig nice. Puh. So, da habe ich noch mal ein bisschen gebürstet. Das war ganz gut. Oh nein, die Ashe ist gestorben. WTF. Okay. Lord of Ages deckt sich halt gerade. Mehr kann ich auch nicht tun. Was will der von mir? Ohne Witz. Will ich das nicht mal kriegen? Please, kriegt sie. Danke. Du musst aufpassen wegen Kalista. Die ist wahrscheinlich auch wieder irgendwo. Ne, ist sogar nicht im Busch. Böses im Busch. Sogar mal nicht. Wie viel kostet eigentlich das Zepter? 2500, ja. Habe ich ja sogar bald schon. Der Warwick, der ist. Oh nein. Oh nein, der Warwick, ne? Gott sei Dank, ey, er hat mich schon im Schnee bei mich getroffen. Das wäre nicht so schön ausgegangen, hätte er das getroffen. Wow. Das war knapp. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das gemacht hätte jetzt in meinem jetzigen Zeitpunkt. Weil Lord of Ages ist noch nicht ganz ausgesteckt. Das verbinde ich auch das Squishy halt. Ich brauche das. Danke. Wo bleiben die wohl? Naja, mal schauen. Da war gerade die Kalista. Okay. Läuft auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon 58 AP durch mein Q. Ja. Es klappt auf jeden Fall alles soweit. Sehr gut. Da habe ich meine Ulti nochmal gezündet. Nochmal dann setzen. Leider den Kill nicht mehr bekommen für Jace, aber das war okay. Kann ich mir das Zepter kaufen? Ja, mehr Leben halt. Okay, jetzt als letztes war Schrabadon.
Da wird aus 509 wird auch ziemlich viel dann mit Rabadons. Das sollte auf jeden Fall hinhauen. Von daher klappt das. Aber Rabadons als letztes habe ich auch noch nie gebaut. Beziehungsweise ein Lord of Ages und dann noch ein Relays. Das ist echt schon viel Leben auch. Das sind über 1000 Leben, die ich dadurch bekomme. Also wenn Lord of Ages ganz ausgesteckt ist. Von daher klappt das ganz gut. Ah, der hat... Wow, ich habe fast so viel Leben wie Warwick einfach. Und mein Lord of Ages stackt noch. Von daher, ja, kommt das eigentlich hin. Der hat einen Frozen Mallet, krass. Das ist krass, ja. Komm schon! Wow! Mir gefällt, wie Kha'Zix spielt. Das spielt echt gut. Ja. Kha'Zix ist auch ein Champion, den muss man einfach können. Das ist auch krass. So, wow, das hat richtig krass reingebürstet auf jeden Fall. Barriere aktivieren. Okay, sehr gut. Ja, klappt ganz gut, würde ich sagen. Und dann ein bisschen Sachen hier zünden. Läuft ganz gut. Den Tower sollten wir auf jeden Fall auch direkt haben. Ja. Der Inhibitor sollte auch nicht so schwer sein. Vielleicht striken die nochmal back, wäre aber auch nicht so tragisch. Ah, die sind alle noch ziemlich tot. Beziehungsweise haben gerade irgendwie gar keine Chance, irgendwie zurückzuschlagen. Ulti mich gleich an oder so, aber wir können es eigentlich finishen. So, geht alle weg von mir. So, meiner noch. Und gewonnen! Ja, es war eine sehr, sehr schöne Runde. Muss ich schon sagen. War schon cool. Deswegen, wenn man dann mal einen richtigen Champion bekommt und ein Team, was halbwegs was kann, dann geht das. Dann geht das easy. Ja. War aber echt schön. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Runde Arm gefallen. Mal was gewonnen hier bei mir. Ja, ist immer gut. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bye.